So, dann sind wir jetzt wieder live. Damit begrüßen wir die Leute auf YouTube. Wir sind vorhin kurz aus dem Programm rausgeworfen worden. Ich würde gerne schnell zusammenfassen. Es ist ja so, dass wir als Gast Can haben. Der war auf dem 6-Leuten-Platz, hat sich angesessen und ist verhaftet worden. Wir haben vorhin gerade schon auf dem Facebook-Stream leider nur seine Verhaftung gezeigt. Aber ich glaube, das Video ist so viral gegangen. Das zeigen wir jetzt nicht nochmal. Das findet man so schlecht wieder. Wir tun es dann auch wieder Kommentar vom YouTube, wenn die Sendung nicht mehr live ist, nochmal verlinken, damit ihr es anschauen könnt. Genau, ich heiße also Can da und er ist eben bahnbrechend federführend, weil er eigentlich die erste Person ist im Zusammenhang mit der Corona-Panikbewegung, die verhaftet worden ist. Und wir hoffen natürlich alle, dass das auch die letzte Verhaftung ist. Ich bin zwar zufälligerweise an dem Tag gerade am 6-Leuten-Platz vorbeispaziert, aber wie halt Zufälle so sind, bin ich auch schon wieder weg gewesen, bevor das vorgefallen ist. Und darum freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich Zeit habe, ihn zu interviewen. Er ist da, hat da den Weg gefunden zu mir ins Studio und er hat sich bereit erklärt, über alles offen zu reden. Und dann stelle ich euch gerade mal vor, Can, erzähl doch mal zuerst mal ganz kurz, vielleicht gehen wir ganz chronologisch vor. Wir gehen dann auf dein Leben noch ein bisschen, aber damit es gerade so richtig packend wird, erzähl doch mal, wieso bist du überhaupt für die Idee gekommen, am dorthin spazieren zu gehen? Also jetzt zum Bügel. Genau. Was ist die Motivation? Bist du? Meine Motivation ist gekommen von dort, von Bern. Ich war am Samstag in Bern gewesen. Und ich habe das Video eine Woche vorher gesehen, wo die Leute, vor allem ältere Leute, angestanden sind für Grundrechte. Und das habe ich recht bewegend gefunden und habe gefunden, ich muss auch auf Bern gehen. Und dann bin ich in Bern gewesen und für mich ist, ich hatte dort eine andere Meinung gehabt. Nicht? Ja, sieh wieder. Ich hatte dort eine andere Meinung gehabt. Ich wollte hauptsächlich gegen Lockdown sein, weil es weltweit die Wirtschaft runterzieht. Und dann, als ich in Bern war, haben sich alle Leute verteilt und haben die Gesundheit sehr ernst genommen und sind dort auf dem Bundesplatz gestanden. Und dann ist die Polizei gekommen, als Machtdarstellung. Und hat alle Leute auf dem Platz zusammengefärbt. Mit so einem Band. Sie sind eigentlich nicht wirklich brutal oder so. Sie sind einfach so ein Plastikband genommen. Ich war ja selber auch dort gewesen. Ich habe mich geweigert, mich zurückdrängen zu lassen. Und darum bin ich nachher jetzt verzeiht worden. Ich werde jetzt von der Staatsanwaltschaft Post bekommen, weil ich ein absolutes Grundrecht wahrgenommen habe. Nach meinem Rechtsverständnis muss man die Busse vielleicht in der Volksrepublik Schweiz zahlen. Aber in einer freien Schweiz, in der Schweizer Eidgenossenschaft, ist das völlig unzulänglich. Aber und wegen davon haben die eben das Band genommen und haben die Leute quasi zusammengepfercht. Und weißt du, dir durch den Kopf gegangen dort? Dort ist mir durch den Kopf gegangen, wenn, das Parlament, also wenn der Bundesrat die Gesundheit der Leute so wichtig setzt, dann würde er das nicht machen. Und dort ist mir einfach aufgezeigt worden, dass Macht wichtiger ist als Gesundheit. Weil durch das, dass die Polizei hat ihre Macht ausüben konnte, ist die Chance, dass sich die Leute infizieren, halt da gewesen. Und es ist nicht nur, dass sie sich selber infizieren, sondern dann ist schon auch die Chance, dass sie die Krankheit übertragen. Und das hat die Polizei in Kauf genommen, nur damit ihre Macht erhalten bleibt. Genau, sie haben eigentlich nicht nur die Leute gefördert, das ist ja auch der Grundvorwurf, wo sie dann zusammenpfärchen, sondern grundsätzlich können die sich alle anstecken und dann quasi als potenzielle Mörder, sage ich mal, die andere Leute anstecken. Das heisst, wenn die Polizei das wirklich für ernst nehmen, dann könnte es einfach sagen, ja, nur die Demonstranten sind ja selber schuld, sondern sie müssen einen Schritt weiter denken und sagen, sie gefährden alle. Und dann hätte man einfach können, die 300, 400, 500 Leute, die total dort waren, einfach können stehen lassen, weil es haben ja alle mehr oder weniger den Sicherheitsabstand eingehalten gehabt. Und das ist der Grund, dass du sagst, das ist eine Machtdemonstration im Zentrum und nicht wirklich Gesundheit. Haben Sie ja richtig verstanden? Also in dem Moment, wo Gesundheit nicht mehr wichtig ist von den Leuten, von der Polizei her und ihre Macht wichtiger ist, dass sie zeigen können, dass sie Macht haben, ist für mich eigentlich der Schock gekommen. Ja, so. Und ironisch, man kann doch jetzt sagen, ja gut, die Polizei will sich das Feuer im Keim ersticken, damit nächste Woche nicht noch mehr kommen. Aber das Lustige ist natürlich, genau durch so etwas gewünscht du eine mediale Aufmerksamkeit und es ist davon auszugehen, ich bin völlig dagegen, weil das ist illegal, aber dass nächste Woche natürlich plötzlich statt 30 oder 50 Leute 300 oder 500 Leute dort stehen und nächste Woche oder übernächste Woche dann 3000 oder 5000 Leute. Und darum kann man sich fragen, was ist überhaupt der rein logische Sinn? Und ich glaube,
Die Polizei selber hat einfach ausgeführt, aber irgendjemand hat ja den Entscheid gefällt. Einer von diesen Polizisten oder eine Stufe höher nimmt den fest. Das ist ein bisschen ironisch, oder? Es ist sehr ironisch und man muss sich vorstellen, es sind dann nicht irgendwie 20 Leute in einem Grüppli gewesen, es sind 300 Leute, 300 bis 400 Leute zusammengefertigt gewesen. Jetzt redest du vom Bundesplatz, ja. Vom Bundesplatz, wo der Abstand gehalten ist. Also es hat die Polizei hat eine Grossveranstaltung daraus gemacht, wo alle zusammen sind. Also die Übertragung ist dort mega gross, laut dem Bug. Und vorher, nachher zum 6-Liter Platz hast Die Polizei hat eigentlich dort sich unter Umständen den Bärendienst gemacht, wo sie entschlossen haben, dich zu verhaften. Weil da kannst du überhaupt, Blick TV ist glaube ich dort gewesen und viele Private haben das Handy gehabt. Aber jetzt gehen wir darum, rein jetzt von einer taktischen Variante her eher unproduktiv, oder? Vielleicht haben sie einschüchtern, aber ich glaube nicht, dass sich die stolzen, tapferen, freien Schweizer einschüchtern lassen. Aber ich bin nur ein Journalist, man kann sich täuschen. Jetzt die Frage, wie ist das genau vonstatten gegangen? Du bist zuerst mit den Leuten geredet dort auf dem Platz, oder? Ich bin dort angestanden, zuerst mit dem Plakat, bevor ich abgesessen bin. Und es wird mir vorgeworfen, dass ich mit Passanten geschwätzt habe. Wenn man dort ansteht und mit dem Schild dort angeht, dann sich entscheidet, auf den 6-Leuten-Platz zu gehen und andere Leute sieht, die das Gleiche machen, dann freut man sich natürlich. Und es ist nicht so, dass alle in einer Gruppe waren. Es steht auch im Blick, dass der Abstand da war. Also es hat eine Familie gehabt mit Kind, die einfach schön auf dem 6-Leuten-Platz gesessen sind und dort ihr Plakat hatten. Dann haben wir eine ältere Dame gehabt, die auf einem 6-Leuten-Platz gestanden ist und einfach in der Hand eine Bundesverfassung hat. Dann bin ich gewesen, wo irgendwo gesessen ist und das Schild mit der Freiheit. Freiheit und du hast noch ein zweites Schild gehabt, oder? Genau, Stopp Lockdown oder... Stopp Massnahmen. Ich bin nicht mehr sicher, was ich vom Schild... Da hat jemand für dich gezeichnet, für dich, oder? Ja, ich habe das Schild bekommen in Bern. Genau, super. Ja, so. Dann würde ich doch sagen, nehme ich jetzt Wunder, bist du da am Boden am Sitzen und jetzt sind, glaube ich, vor allem zwei Polizisten um dich gestanden zuerst, oder? Jemand mit kurzen Haaren oder? Gut, sie sehen ja alle gleich aus mit der Uniform und der Sonnenbrille, aber hast du den Dialog angefangen mit denen oder was ist dort passiert? Sie sind gekommen und haben, die Polizei hat einfach gesagt, sie tun jetzt den Platz rum. Also nicht den Platz rum, einfach die Leute, die ein Schild haben, die müssen gehen. Oder die, die zum Beispiel die Bundesverfassung in der Hand haben. Also, haben sie das gesagt? Ja, das haben sie gesagt. Alle, die kein Schild haben oder irgendetwas Politisches, die dürfen alle sitzen bleiben. Also darf ich nochmal zusammenfassen. Wir haben eben erfahren, dass die Polizei die Leute aufgefordert hat, zum gehen, die Bundesverfassung in der Hand haben. Da sind wir angekommen. Einfach, dass wir sie mal reintröpfeln lassen. Wir sind an dem Ort angekommen, dass wenn jemand eine Bundesverfassung in der Hand hat, auf dem die ganze Polizei, unser ganzer Rechtsstaat eigentlich sollte fundieren, wird abgeführt. Und jetzt würde ich sagen, zeigen wir doch noch mal das Video, nur das letzte, wo noch abgeführt wird, um zu zeigen, wie das passiert ist. Wir haben alles. Wir sind alles Schuldige. Der hat nichts gemacht. Der hat gar nichts gemacht. Der ist nur allein gesessen! Komm jetzt! Enemies of the people! Gut, und wenn ich mich recht erinnere, hast ja du gesagt, denn dort, bevor das passiert ist mit dem Verhaften, dass du gesagt hast, macht, wenn ihr wollt, ich habe jetzt einfach entschlossen, ich bleibe da, so ungefähr, glaube ich. Ja, das habe ich entschieden, als er gekommen ist. Ich habe gefunden, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe wirklich geschaut, dass ich den Mindeststand halte. Ich möchte da niemanden gefährden. Also,
Ich habe eigentlich alle Regeln vom Bug oder so eingehalten. Ich habe nichts, und das hat die Polizei ja gesagt, dass ich in dem Bereich nichts falsch gemacht habe. Und sind's, wo du dort gesessen bist, sind sie nett gewesen, aggressiv gewesen, oder? Die Polizei ist sehr nett. Also der junge Herr, den man gesehen hat, ich, ist jemand zum Beispiel, wo ich privat mit ihm grillieren konnte. Er hat es nicht so toll gefunden, dass er mich muss dort abführen muss. Also er hat sich immer sehr unwohl gewesen. Hat er das auch verbal ausgedrückt oder ist es einfach immer angesehen? Er hat das auch gesagt. Und, er hat auch immer wieder an mich appelliert, dass ich vernünftig bin und doch jetzt gang. Ja, dann hätte ich können sagen, er soll vernünftig sein und sich an die Verfassung halten. Aber es ist natürlich klar, eine schwierige Entscheidung. Für den. Ich, ja, ich weiß noch ganz kurz, vielleicht, ich möchte noch betonen, ich bin angegriffen worden, dass ich die Polizei verteidige. Und ich finde einfach, es ist sehr einfach, vom hohen Ross oben runterzukommen und jetzt die Polizisten zu verurteilen. Die haben einen Job, vielleicht schon seit 10 Jahren, wo schwer haben, wenn sie von der Polizei weggehen, einen neuen Job zu finden. Sie können einfach einen Sicherheitsdienst für arbeiten, wo sie weniger verdienen, weniger Reputation haben. Und man kann einfach schon verstehen, dass man jetzt nicht, weil jetzt jemanden abführen auf eine friedliche Art, glaube ich, ist das mehr oder weniger passiert, dass der wegen dem gerade den Job kündet. Also da würde die Polizei, obwohl ich da viel Gegenwind bekomme, eben doch nochmal ein bisschen in Schutz nehmen. Vor allem, wenn sie anständig mit dir umgehen. Und das sind sie gegangen, oder? Die Polizei ist sehr anständig mit mir umgegangen. Sie haben mich nie geschlagen. Das ist einfach so, was ich gehört habe. Ist das schon ausreichend, dass man sehr anständig ist, dass man jemanden nicht schlägt? Nein, aber ich habe gehört, dass man dann im Auto irgendwie die Polizisten irgendwie noch eins ginkert haben oder so. Also all das ist mir nicht passiert, das bin ich so gefragt worden. Ja. Auf dem Und Post. Der Fahrstil ist auch gut gewesen. Der Fahrstil ist sehr gut gewesen. Also wirklich, also man sitzt da so mit den Handschellen und das ist wirklich sehr angenehm. Hast du die Handschellen auf dem Rücken gehabt oder auf dem Bauch? Vom Bauch. Ich weiß es gar nicht mehr. Du warst in einem Film gewesen, hä? Ich bin in einem Film gewesen. Genau. Aber ich glaube, die Handschellen nicht vorne gehabt. Weil hinten wäre sehr unbequem, ja, also oder? Ja, da würde ich mich noch daran erinnern. Ich habe es schon vorne gehabt. Ja, genau. Gut, und dann sind sie mit dir auf der Polizeiposten gefahren. Wo denn? Bei der Urania. Genau, das ist ja der Hauptsitz, glaube ich, in Zürich. Genau. Ich komme nicht zu Hause, aber genau. Und dann haben sie rausgenommen und ganz, also die Handschellen wieder. Und dann haben sie in einem Eingangsraum oder wenn sie gerade in einem Verhörzimmer tun oder was haben sie gemacht? Ja, so wie eine Zelle, wo man kann zumachen, so eine Übergangszelle oder wo du drin wartest. Mhm. Und dann hat mir dann auch schnell. Und die haben es auch zugemacht? Die haben es zugemacht, die haben es abgeschlossen. Bist du kurz eingesperrt gewesen? Ja, sie haben mir den Gürtel noch abgenommen. Damit du gerade hängst, dir 2 Minuten musst warten. So. Okay. Ist schön, dass sie sich Sorgen gemacht haben um mich. Oder haben sie den Gürtel schön? Hast du ihn wieder rüberkommen? Ich habe den Gürtel wieder rüberkommen. Schilder noch nicht, aber die genau. Gürtel, ja. Du bist ja in der Originalkluft, ich kann mir Gesamtaufnahmen zeigen, du bist in der Originalkluft da, wie vor, was ist jetzt das, 2-3 Tage? Ja, genau. Genau, hast du extra mal angelegt, so ist er verhaftet worden. Das ist jetzt dein Gutes, das ist jetzt nicht dein Erkennungszeichen. Jetzt musst du halt immer in diesen 2 Kleidungsstücken oder mit denen musst du jetzt auf die Straße laufen. Dann ja, weil jetzt wirst du mal merken. Wie der DJ Ötzi statt einem Käppli hast du jetzt deine, wie sagt man dem, deine Spazieruniform. Gut, und dann hat es gut abgenommen und dann haben sich in dem Raum nicht genau dem befragt eigentlich? Nein, sie haben mich gar nicht befragt. Also ich habe Wasser bekommen, ich habe 3 Mal, also ich habe wieder nachgefragt, das haben sie mir gebracht. Ich habe dann nur meine Personalien müssen aufschreiben und dann habe ich einfach nochmal warten im Raum und dann habe ich gehen. Eine halbe Stunde, oder? Ja, in dem Moment habe ich kein Zeitgefühl. Ich kann's aber es waren nicht 2-3 Stunden gewesen oder so? Es ist lang vorgekommen, aber vielleicht so, ja, bei 3/4 Stunde. Aber das ist wirklich. Einfach geraten. Sehr gut. Und ich habe noch gehört, weiß ob du das überhaupt weißt. Ich habe Post bekommen, dass 2 Frauen sogar extra nachgegangen sind auf die Urania, um zu schauen, dass du in Sicherheit bist. Dass die Polizei einfach weiss, dass du vermisst wirst eigentlich. Ja, es sind 2 Frauen und 1 Mann. Sind, sogar? Ja, genau. Mhm. Ah, da bist du schon informiert. Yes. Gut. Und dann. Haben sie das wieder gegeben, aber dann, das ist nicht das Ende des Spiels. Jetzt ist das wahrscheinlich dann irgendwie nicht gerade am gleichen Tag, aber später weitergegangen. Ja, ich, sie haben mir dann gesagt, wie ich erreichbar bin und ich habe kein Telefon, so, wo man mich kann erreichen kann. Mhm. Und dann haben sie mit mir einen Termin abgemacht für eine Einvernahme. Und dann bin ich am Montagabend dann in die Einvernahme gegangen. Bist du schon dort gewesen? Ja. Und wie ist die gelaufen? Die Einvernahme habe ich bei dem Polizisten, der mich verhaftet hat. Das ist ein Zufall, oder? Wahrscheinlich nein, das ist kein Zufall. Mhm. Und was haben sie da vorgeworfen? Vorgeworfen haben sie mir, dass ich gegen Covid-Vereinbarung verstoßen habe und dass ich das Dingsaufgebot, dass ich den Platz verlasse.
nicht verlassen hast. Genau. Du hast mir gesagt, dass du mit den Leuten geredet hast. Genau, das sind so die Groben. Dann haben sie mir gesagt, was sie beobachtet haben. Ich habe mit Passanten geredet. Genau. Nochmal ganz kurz aufmachen. Ja. Aber es ist ein Vorwurf, dass er mit Passanten geredet hat. Das ist ein Vorwurf in der Volksrepublik Schweiz. Das ist das, was begründet, genau. Mein Anklagepunkt. Das ist ein Das ist nicht einfach nur verbal gewesen, sondern das ist ein Anklagepunkt. Also, sie haben die Anklagepunkte und dass ich gegen Verordnung, also dass ich gegen Platzverweisung verstoßen habe und gegen Covid. Und sie haben das begründet, dass sie mich gesehen haben mit Passanten schwätzen. Ja. Passanten schwätzen? In welcher Welt leben wir? Oh. Ich bin in der Schweiz eingeschlafen und in der Volksrepublik Schweiz aufgewacht. Gut, du hast mit Passanten geredet, das ist ein versuchter Straftatbestand, was auch immer. Der zweite ist, dass du dich angesessen hast und hat man das als Kundgebung dann gewertet? Oder wie? Ohne Kundgebungswertung kann man dich ja fast nicht dran nehmen, wenn du auf dort sitzt. Das Plakat hat man mir noch vorgeworfen. Und die Kundgebung, das ist so. Gut, man hat mir ein Plakat vorgeworfen, wo Freiheit draufsteht. Einfach, dass man das auch nochmal notiert. Ja. Und dass ich Menschenmenge suggeriert habe. Also, dass ich Menschenmenge angeschaut habe. Wo ja nicht so viel ist, wie man so viele Videos sieht. Hast du einen gerufen? Kommt dran. Folgt dem Führer oder gehen. Oder Schäfli, oder? Nein, also man sieht es auf dem Video. Also, oder sonst, ich bin hauptsächlich dort gesessen. Ich bin am Anfang gestanden. Und es ist, dass ich zwischendrin mal mit Leuten geschwätzt habe. Aber sonst... angelockt hast du nicht? Bist du nicht der Bauer, der Rattenfänger von Hamel mit der Flöte voraus? Und nein, also ich habe auch gesehen, dass die Polizei dort durchgegangen ist. Und ich wollte auch nicht viel Aufmerksamkeit jetzt unbedingt auf mich richten. Also es war nicht mein Ziel gewesen, dass jetzt die Polizei mich dann aussucht und dann... Und ich habe auch wirklich geschaut, dass ich den Mindestabstand immer einhalte. Aber Problematik war, dass sie gesagt haben, es ist eine Kundgebung. Und also die Definition von Kundgebung ist, dass sobald mehrere Leute irgendwo verteilt sind, also wenn ich jetzt am Anfang wäre, dort beim Bellevue und dann jemand ist beim Bahnhof Stadelhofen und wir beide ein politisches Plakat haben, dann gilt es als Kundgebung. Also es gibt gar keine Definition, aber das wäre so ein Beispiel. Also das heisst, es wird vom Richter müssen belegen, dass das eine Kundgebung war, weil auf einem Platz, wo, ich würde sagen, wie groß ist der? 100 mal 300 Quadratmeter, also 10'000 Quadratmeter, 30'000 Quadratmeter, was immer, dass dort, wenn zwei Leute im Schild stehen, dass das eine Kundgebung ist. Ja, interessant. He? Also wie wieder um Macht und nicht um Gesundheit. Weil da bin ich auch dort, das hat 30... Die Medien sagen 30 bis 50 Leute und da kann ich bestätigen, es sind also fast niemand gewesen. Letzten Sonntag, diesen Sonntag könnte es anders sein. Aber wir würden den Teufel an die Wand malen. Und darum kann man sicher sagen, es ist keine gesundheitliche Gefahr ausgegangen von irgendeiner Art. Und es ist, also das ganze Wochenende sind Leute gewesen, mit Schildern. Also, auch Leute ohne Schilder sind dort gehockt. Sie sind einfach normal rumgehockt. Der Unterschied ist, du hast Schilder gehabt und die anderen nicht. Also es gibt halt Leute, die durchgelaufen sind und gefunden haben, wow, das ist mega wichtig und sind auch angesessen auf dem Platz. Aber ich habe geschaut, ich habe nie jetzt über 5 Leute gesehen. Nicht einmal. Nein, die Familie war, glaube ich, die grösste Gruppe gewesen, mit 3 Kindern und 2 Erwachsenen. Ja, das war die grösste. Ja. Und sonst waren 2 bis 4 Leute oder so. 2 bis 5, ja. Also eben nochmal, da ist jemand reingesessen mit einem Schild, wo Freiheit draufsteht. Und Stop, Shutdown oder Lockdown, was immer. Einfach. Ja. Unglaublich, unglaublich. Aber jetzt nimmt mich noch Wunder. Jetzt ist es ja so, bevor wir jetzt in die Werbepause gehen, würde ich noch ankündigen, wir haben jemanden von der GLP, der hier eine Rede gehalten hat. Es geht 4,5 Minuten, wir müssen nicht die ganze Zeit zeigen. Nicht, weil es langweilig wäre, es ist unglaublich packend, aber halt Reden einfach so im Fernsehen, einfach so nonstop in einem Livestream zeigen, das will ich nicht. Das fühlt sich dann doch ein bisschen langsam an, oder langatmig an. Aber bevor wir jetzt die packende Rede zeigen, vom Ronny Sief heisst er, glaube ich, tun wir jetzt schnell Werbeunterbrechung machen. Es sind schon beschissene Zeiten. Aber in den beschissensten Zeiten gibt es etwas, das die Welt rettet. Und zwar Corona. Effetto morbida seta. Quattro maxi rodolli. Carta igienica in morbida avata di burra gelulosa. Comprare.
George Clooney ist im Lockdown, aber was wir haben, ist Corona. Eine Corona-Kaffeemaschine macht den Tag liebenswert. Flirten wird weniger erfolgreich verlaufen wie mit George Clooney, aber Hauptsache Kaffee. Und der Klassiker. Nicht nur Corona, sondern nicht nur Coronita, sondern das Corona extra. Extra grande, non parlo espagnol, darum sage ich es auf Italienisch. 355 Milliliter feinstes Corona-Virenwasser. Prost! So, nach der super Werbeunterbrechung gehen wir wieder weiter. Wir zeigen jetzt direkt das Video vom GLP-Mensch Ronnie Sief. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, guten Abend miteinander. Das Wochenende habe auch ich ganz verstörende Bilder gesehen. Ein junger Mann, Anfang 30, sitzt auf dem 6-Liter-Platz. Es hat ein Schild um den Hals, wo Freiheit draufsteht. Auf dem Rücken nochmal eins, wo draufsteht, Notstand beenden. Er sitzt einfach allein dort. Dann kommt die Stadtpolizei, 3 Polizisten stehen zu ihm her, auf weniger als 2 Meter Abstand notabene, zum ihm vom Platz verweisen. Er bleibt aber sitzen, dann schleicht seinen Kastenwagen und fahren mit ihm weg. Das Ganze ist gefilmt worden und ins Netz gebracht worden. Ich habe den Film online gesehen und das hat mich sehr bewegt. Ich habe mir lange überlegt, wieso die Polizistin wegweisen wollte. Aus meiner Sicht hat er sich weder versammelt, noch eine Straftat begangen, nur die öffentliche Ordnung gestört. Das Einzige, was ihm auffallend war, sind die Schilder Freiheit und Notstand beenden. Ich habe mich dann gefragt, ob er abgeführt worden wäre. Hätte er ein Real Madrid T-Shirt gehabt? Dann wäre vorne der Name von einer Airline drauf gestanden und hinten ein Name und eine Nummer. Kommt es darauf an, was drauf steht? Was haben wir vorher gehört von der Sicherheitsvorsteherin? Sie hat es bestätigt, politische Statements sind nicht zugelassen. Ich habe heute mit dem jungen Mann reden. Er war vor dem letzten Wochenende noch gar nie an einer Demo gewesen. Es hat noch etwa ein Dutzend andere Leute mit Schildern, alle mit gebührendem Abstand zueinander auf einem riesengroßen 6-Liter-Platz. Ihm sei vorgeworfen worden, dass er an einer illegalen Kundgebung teilgenommen hätte und ein politisches Statement abgegeben hat. Das ist die Begründung. Zurzeit kann man ja gar keine Bewilligung einholen. Die Polizei ist gekommen und hat alle Leute mit einer politischen Message weggeschickt. Sogar eine Frau, die die Bundesverfassung aufgehebt hat. Unglaublich. Er hat aber gesagt, er sei gut behandelt worden von der Polizei. Ihn erwartet jetzt aber ein Strafverfahren. Wir alle haben in den letzten Wochen viele Einschränkungen von unserer Freiheit erlebt. Wir müssen daheim bleiben. Bitte alle. Gut, jetzt muss ich unterbrechen. Also, das ist eine sehr schöne Rede, finde ich, wenn er es auf den Punkt bringt. Findest du, das hat es richtig beschrieben und stimmst mit ihm überein, oder? Ja, es hat mich gerade ein bisschen emotional bewegt. So. Aber ja. Er hat es eigentlich voll auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich lächerlich, was sie gemacht haben. Vor allem, es war schön, dass wirklich im Parlament dort die Leute jetzt gelacht haben. Oder mit der Verfassung aufheben, ist Straftat. Weil für mich ist das, für mich, was sie mit der Verfassung gelaufen und dann haben sie ihr gesagt, sie sollen die Verfassung weglegen. Unglaublich. Unglaublich. Ah, was für eine Dystopie. Hätten wir uns das vor einem Jahr erzählt, vor einem halben Jahr erzählt. Das ist einfach unglaublich, was wir erleben. Ist unglaublich. Gut, ist noch nicht sicher, dass du verurteilt wirst. Jetzt haben wir aber doch Wunder, wenn du verurteilt wirst, dann sollen wir jetzt einen Spendenaufruf machen oder was passiert dann? Wenn ich verurteilt werde, möchte ich gerne das Urteil anschauen und dann vielleicht jemand, wo mir hilft. Also wenn es jemand hat, der jetzt da sagt, hey, ich kenne mich gut aus mit dem Recht und ich helfe dir, wäre cool, wenn er sich bei dir melden würde. Mhm. Dann möchte ich 2 Entscheidungen treffen, entweder das Urteil anfechten oder die Buße absitzen. Aber zahlen würde ich es definitiv nicht. Absitzen?
Ja, im Gefängnis. Der Gang ist, weil wenn ich jetzt die Busse würde zahlen, dann würde ich wie die Verständniserklärung geben, dass das richtig ist. Und das ist es definitiv nicht. Das bin ich mir auch ein Gedanke. Ich werde ja auch verzeiht worden. Du müsst auch absitzen. Aber da hast du keine Angst vor dem Gefängnis. Ich bin schon mal einen Bus absitzen. Was für ein Bus? Ich bin schwarz gefahren. Ich bin reisen. Und ich habe gerade 100 Franken direkt gezahlt, weil ich habe mich abgemeldet und ich bin für eine Zeit ins Ausland. Und weil es das zweite Mal war, hat es 20 Franken mehr gekostet. Und ich war nicht angemeldet, sie haben mir die 20 Franken nicht können schicken, dann ist es über das Gericht gegangen. Und als ich zurückgekommen bin, ist die Busbar 100 Franken nachher gewesen. Aus den 20 Franken, aus den so 20 quasi Franken. Aufwand und was irgendwas. Ja. Zins und Zinseszins in Extremis, okay. Und dann, und vor allem halt, weil es übers Gericht, dann ist es mega teure Busse geworden. Und dann habe ich das gefunden, weil ich ja die 100 Franken gerade gezahlt habe und ich nicht bereit bin, von diesen 20 Franken dann das Geld zu zahlen, kann ich die Busse absitzen. Und wie teuer war der Busse? Also, es hat noch eine andere Busse, eine kleine Busse, die ich drin hatte. Das hat es dann kombiniert, 340 Franken. Und für das musst du 6 Stunden absitzen, oder? Nein, 3 Nächte. 3 also, Nächte? Eigentlich wäre es 4 Nächte gewesen. Aber es hat einen Mengenrabatt, oder? Nein, es hat noch ein Weintasting gehabt, wo ich überlegt habe, zum gehen. Und dann habe ich halt gedacht, ich gehe jetzt, zahle noch die 40 Franken und gehe dann in das Weintasting. Okay, dann hast du ein Siebtel nachgegeben. Ja, aber es hat sich absolut gelohnt für den Gefängnisaufenthalt. Ist eine Erfahrung, oder? Ist eine absolute Erfahrung. Ich habe so tolle Menschen dort kennengelernt. Nein, es tut... Ich glaube das. Es tut einfach lustig. Ja. Es ist wirklich, für mich ist es ist wirklich so eine... Also ich habe eine wirklich tolle Lebenserfahrung. Wer hast du denn kennengelernt? Soll ich das jetzt einfach so... Also nicht den Namen nennen natürlich, nein. Aber... Ja, es hat halt 90% von den Leuten, die in dem Gefängnis waren, sind einfach von so 40 Leuten, sind Bussen absitzen. Ach, 90%? Ja, 90%. Hat es ein Bussengefängnis in Zürich? Oder? Ist in Meilen. In Meilen? In ein Bussengefängnis? Ja, Parksünder. Also man kann auch mal ausrechnen, was das kostet. Ich glaube, ich habe... Also ja, mehr sind als 340 Franken. Also ich glaube, eine Nacht ist... ich habe zwei Zahlen gesetzt, zwischen 250 Franken und... 390 kostet das pro Nacht, pro Insasse. Dann hast du auch schon, dass du einen Bus gezahlt hast, haben sie einen Bus gezahlt, dass sie dich gebusst haben. Ja. Der Steuerzahler, ja. Also okay. Der Steuerzahler zahlt es dann. Und jetzt auch, wenn ich jetzt muss go absitzen, also wenn jetzt Bus 1000 Franken wäre und ich keine Kurse leite, dann sind das 10 Nächte. Und das heisst, also das heisst, die Leute, die ich kennengelernt habe, sind normale Bützer gewesen, irgendwelche... Total verschiedene normale Bützer, auch aus Versehen, einer hat, ohne dass es ihm bewusst war, hat Geld gewaschen. Das ist auch recht interessant. Gut, ist bekannt, dass im Gefängnis nur Unschuldige sitzen. Das ja. Sagt jeder, der dort ist. Das hat einfach für einen Kollegen, wo aus Afrika, er ist aus einem Land, hat einfach halt Geld übertransferiert und dann hat er das in der Schweiz im G, aber nicht absichtlich. Ich hätte nicht gedacht, dass er damit Geld wäscht. Das ist eine einmalige Sache. Gewesen. Gut, wer es gewusst hat, glaube ich nicht, dass er da... Aber lassen wir genau, das. Genau, aber er hat darum auch noch kleine Busse bekommen. Ah, nur kleine Busse, okay. Ja. Aber halt schon zu viel, um es... Das sollte man sogar absitzen. Und da ist jetzt also, du hast 3 Nächte müssen absitzen dort, hast tolle Leute kennengelernt und du freust dich, die Leute wieder zu sehen, oder? Ja, ich sehe wahrscheinlich nicht die gleichen Leute hoffentlich wieder. Nicht, ja. Also ich würde es denen gönnen, falls jetzt jemand zufälligerweise von diesen Leuten ich kann euch nicht mehr können Ciao sagen, plötzlich sind sie gekommen und haben mich rausgenommen. Und das hat mir recht, ich habe mega schade gefunden. Ja, das ist manchmal bei so geführten Tourismus, ist manchmal nicht immer alles so, wie man will. Ja. Nein, ich wollte noch Kontakt austauschen und den habe ich dann nicht gehabt. Ja. Ja, okay, kannst du einen Aufruf machen. Also, nur, dass ihr es wisst, der Ronny hat euch alle toll gefunden. Meldet euch bei mir, ich gebe gerne den Kontakt weiter. Der Ronny, der. Ja. Der Jan hat euch alle toll gefunden. Der Ronny ist noch nicht im Gefängnis, der sitzt im Parlament in Zürich. Der Ronny Sief. Ja, da heisst also, du hast die 3 Tage abgesessen und jetzt wirst du das nochmal absitzen in dem Fall. Ja, definitiv. Ja, also, machen wir keinen Spendenaufruf, du ziehst es einfach. Nein, höchstens. Eben der Anwalt oder so, Rechtskosten oder so Sachen. Dann. Nein, das nicht. Höchstens, wenn ich möchte Einspruch haben und genau, finde, rechtliche Kosten können durchs Weiterziehen. Ich, von meinem Rechtsempfinden her ist ja ganz klar, ich finde, das ist absolut lächerlich, so etwas zu bestrafen. Aber man weiß ja nicht, was die Richter, die jetzt neu in der Volksrepublik Schweiz aufgewacht sind, werden entscheiden.
Weil natürlich können sich die Staatsanwälte auf Artikel berufen, auf eine Verordnung vom Bund berufen oder vom Kanton und was auch immer. Aber vom Rechtsempfinden her, ich glaube, das läuft jedem Zwitter, da hat man am Lachen gehört im Parlament. Und ich glaube, der Lacher kann da nicht etwas bringen. Weil das hat der Richter nicht mitbekommen, dass das aneckt. Und mehr Publizität, je mehr Publizität das du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass die natürlich absolut unabhängige Richter eben doch irgendwie in die Richtung kippen. Und ich würde auf jeden Fall sehr wünschen, dass das alles straffrei bleibt. Das wäre ein gutes Zeichen für die Schweizer Eidgenossenschaft, dass doch noch ein Hauch davon übrig geblieben ist. Jetzt würde ich fragen, hast du noch etwas Wichtiges ergänzen? Habe ich etwas vergessen zu fragen? Oder? Nein, sonst ist eigentlich gut. Mhm. Ja, dann eben, also, aber du darfst jetzt nicht wieder spazieren, gar nächste Woche, oder? Hast du schon dazugelernt jetzt? Also, natürlich will ich wieder am Bürgerplatz gehen mit dem Schild, weil ich einfach finde, es ist mein Recht und wenn sie mich wieder abführen, dann führen sie mich wieder ab. Das ist ihre Entscheidung. Mhm. Aber ich kann mit dem nicht leben. Also, wenn das Grundrecht eingeschränkt wird und wir nicht einmal mehr dürfen mit einem Schild anstehen oder unsere Meinung sagen, unter Einhaltung von der Hygieneregeln, die der Bund gemacht hat. Das natürlich, Abstand halten. Genau. Ja, das wird sehr spannend werden, was mit dir mal aus dir wird. He? Am Schluss kennst du ganz viele Parkbussünder in allen Gefängnissen der Schweiz. Ja, wenn es dann halt so ist. ja, schauen, wie es ist. Vielleicht sieht man auch jemanden mal von euch, dann können wir zusammen absitzen. Ja. Dann machen wir dann ein Wine-Tasting für schon im Gefängnis rein. Ja, das gibt leider nicht kein Alkohol. Nicht? Nein. Sind sie nicht bestechlich dort? Wir können es ausprobieren. Wir können es ausprobieren. Lieber nicht, sonst hast du eine echte Straftat begangen. Ja. Oder die Leute, die dort arbeiten, haben eine Straftat begangen. Du, Can, ich danke dir ganz herzlich, bist du hergekommen. Ich glaube, du hast eine ganz wichtige Message gehabt, die den Leuten sicher etwas sagt. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, wir haben doch immerhin auf Facebook schon mal 58 Fragen gehabt. 59, wir korrigieren. Nicht Fragen, sondern Kommentare. Und leider sehe ich die wieder nicht. Ich weiß nicht, was da der Grund ist, wenn wir live streamen. Aber ich glaube, der Sandro hat eine Frage zum Vorlesen. Genau, ich finde den Kommentar leider gerade nicht mehr, aber die Frage war, wann ihr beide davon haltet, nach dem Shutdown, ob man gleich weitermachen soll, jetzt so generell, oder ob es eine Änderung braucht. Mhm. Eine Frage an beide ist da aufgekommen. Ja. Was meinst du? Soll ich zuerst anfangen? Ja. Genau. Ich darf die Frage wiederholen, oder haben das die Leute gehört, was du jetzt gesagt hast? Ah, okay. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn in allen Berse oder die Klavierspielerin würde ich anstehen und sagen, wir werden alles unternehmen, dass der Lockdown beendet wird und dass wenn das Notgesetz nicht verlängert wird, dass man es im September auslaufen lässt, tendenziell, dann glaube ich nicht, dass es nötig ist, den ganzen Sommer durch weiter zu protestieren. Ich muss aber an Herrn Vernazza denken, an Professor Dr. Vernazza, der Virolog oder Immunolog, ist ein Virolog, der hat gesagt, man könnte das einfach unmöglich wiederholen, den Winter. Es wird einfach zu teuer. Und meine Befürchtung hat schon auch, also solange der ganze Hype jetzt da um die Panik herum weiter besteht, ist die Sache nicht vorbei. Die Sache ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Und solange wir jetzt im Robert-Koch-Institut von zweiter und dritter Welle reden und ein höherer Staatsbeamter in der Schweiz davon redet, dass es mindestens so 20 Monate weitergeht und man von einer neuen Normalität redet, schon bei dem Wort komme ich Brechreiz über, dann muss ich sagen, es muss weitergehen. Das heisst nicht, dass wir jeden Sonntag mal auf irgendeinem Platz spazieren oder jeden Samstag in Bern oder jeden Sonntag im 16 Leute Platz um 2. Aber es heisst doch, dass man wachsam bleiben und weiter informieren. Mein Kanal wird sicher weiterleben. Weil, was auch ganz wichtig ist, auch wenn der Shutdown vorbei ist, die Aufräumarbeit kommt erst dann, wenn man herausfindet, was geschuld ist. Wie hat das Totalversagen von den Massenmedien stattfinden können und so weiter. Das sind alles Sachen, die man dann aufarbeiten kann. Jetzt habe ich viel vorweggenommen. Nein, du hast fantastisch geredet. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken wie du. Für mich ist einfach wichtig, dass Grundrecht gesichert sind, falls es nochmal einen Shutdown geben soll. Ich finde, nochmal einen Shutdown, ich habe mehr Sorgen, nicht vom Virus oder dass wir angesteckt werden, sondern dass unsere Wirtschaft im Boden geräumt wird. Mhm. Und ich sehe das eher die Langzeitschäden mit Sorgen. Ja, wo ja Opfer bringt in den armen Ländern. Unglaubliches Opfer. Gerne ganz kurz schnell, du hast mir gesagt, du hast in Südafrika gelebt, sogar im Slum oder so. Ja, in den Townships. Also ich bin 7 Jahre lang gereist, nicht immer im Stück. Und 2,5 Jahre davon bin ich in
Kapstadt gewesen, Südafrika, und also ich kann in Guguleto bin ich kurz gewesen, oder in Potrofier, ich spreche es nicht richtig aus in diesen zwei Townships. Aber ich kann aber und auch den Longs. Hast du dort noch Kontakt zu den Leuten? Ja, dort habe ich noch. Also ich, was sagen die jetzt? Die sind ja im Lockdown, oder nicht? Ist das, ich habe etwas gehört. Ich habe übrigens Südafrika, die ich kenne, und sie hat gesagt, dass ich, also sie hat, das ist jetzt zwei Wochen her, aber sie hat nicht dürfen aus der Wohnung, ja, für Zeichen raus, aus dem. Ja, das ist, der Township ist das ziemlich schwierig gewesen, und also sind da auch recht mit dem Militär eingefahren. Und die meisten, also in den Townships hat es zum Teil auch sehr schöne Häuser, da kann man drin bleiben, aber es gibt zum Teil auch, wenn man zum Beispiel wirklich ganz schlimm ist, wenn man sich ein Zugabteil vorstellt, ja. Das ist dann die schlimmste Art, dann hat man 3 Betten auf der einen Seite und 3 Betten auf der anderen Seite. Also jetzt reden wir nicht von Zügen, jetzt reden wir von Behausungen. Genau, es ist etwa die gleiche Größe von einem Zugabteil, aber mit den 3 Betten und 3 Betten, und der hat, ist nicht pro Bett dann eine Person, sondern da ist dann pro Bett eine Familie, vielleicht 2 Personen mit 2 Kindern oder so. Und dies, also da muss ich vorstellen, das ist so groß wie das Studio, 60 Quadratmeter. Nein, das Studio ist grösser. Okay. Und dann sind da innen, wie viele Familien? 6? Ja. Da sind da 30 Leute oder 20 Leute drin? Also ich weiß nicht, ob es die Wohnheit immer noch so gibt, aber vor 5 Jahren hat es definitiv noch so gegeben. Und hast du etwas gehört, wie es denen geht? Haben die immer noch, geht denn nicht das Geld aus? Sind ja ihr Geld gehabt? Können die essen? Oder? Ja, ich habe sehr viel. Also es gibt in Kailitscha gibt es mega tolle so Theaterschule oder so, wo für Leute, wo gar nichts haben, vor allem mit den jungen Leuten Theater machen und wirklich tolle Kunst. Ich habe von denen, die haben wirklich Essen rausgegeben für die Leute in den Townships. Auch können geht es ihnen also die Umstände entsprechend gut? Also Hunger haben sie nicht? Es gibt sehr viel Solidarität, aber gewisse wissen nicht, wie sie am nächsten Tag noch etwas zu essen können haben. Gehst du davon aus, dass jetzt schon Leute schon hungern, oder? Also Duno hat die Zahl herausgegeben, dass durch die Massnahmen vom Coronavirus in ganz Afrika neu 130 Millionen Menschen anfangen zu hungern. Also hungergefährdet sind, unmittelbar bedroht? Ja, also dass die eigentlich, glaube ich, so jetzt in... Weil auf der Welt jetzt überall durchschnittlich über 80-Jährige mit mehrfachen Vorerkrankungen sterben, in einer durchschnittlichen Anzahl, dass es nicht mal eine Übersterblichkeit nachzuweisen gibt, global betrachtet. Wir wollen halt auch dabei überlegen, es werden ja ganze Existenzen jetzt kaputt gemacht. Die Leute, auch wenn der Lockdown nachher fertig ist, die Leute haben gar kein Geld mehr, um etwas zu kaufen. Mhm. Und wo sollen die Preise... Die werden die Schulden aufnehmen mit hohen Zinsen und nie mehr rauskommen. Es ist schwierig, ob die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Also wenn die Leute gar kein Geld mehr haben, die Leute haben nichts mehr. Und wenn der Lockdown endet, gehen die Leute immer noch nicht in die Ferien, sie haben immer noch Angst und die Flugzeuge werden noch andere Auflagen haben und so weiter. Ja, es geht nicht allen so gut wie... Also in der Schweiz geht es vielleicht nach dem Lockdown ein bisschen besser als andere. Also wir sind immer noch eine kleine Insel da auf dieser Welt. Aber es wird langsam auch von der Trauminsel zu der Albtrauminsel. Von der Eidgenossenschaft in der Volksrepublik Schweiz. Ja, aber wenn ein System zusammengeht, also in den USA sieht es ganz schlimm aus, vielleicht ist es für uns nicht nächsten Monat oder nächsten Monat, aber wir werden das auch spüren können. Ja, ganz sicher. Und auch generell. Ich weiss jetzt schon von Restaurantbetrieben, die gar nicht mehr aufmachen. Und jetzt auch mit der Lockerung am Montag, wo man jeden 2 Plätze nur besetzen darf, ungefähr, das rentiert für viele gar nicht, die werden zubehalten und unter Umständen nie mehr aufgehen. Also man kann sich nur mal zuhause, wenn man Tisch daheim ist und den Tisch sieht und jetzt überall um den Tisch um 2 Meter abmisst. Wie viel Tisch denn in so einem Restaurant? Der Vernetz hat übrigens auch kritisiert, er hat gesagt, es ist ganz klar, dass 1 Meter oder 1,5 Meter wie lange. Und der Unterschied von 1 Meter Abstand zu 2 Meter Abstand, oder eigentlich, das ist dann massiv, oder? Weil da hätte man viel, viel mehr Leute reinbringen ins Restaurant. Abgesehen davon, dass ich denke, es bringt eh nichts, aber ich bin kein Arzt und kein Apotheker. Hört nicht auf mich, hört auf euren Arzt, haltet eure Massnahmen. Und ich würde sagen, sollen wir das Gespräch abrunden an dieser Stelle? Oder? Ja, das ist gut, außer es gibt noch Fragen. Aber wenn's... Ja, wenn keine neue Frage mehr kommt, dann werden wir es jetzt abrunden. Ich glaube, die YouTuber haben wir heute müssen im Stich lassen. Irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Stream. Vielleicht täuschen wir uns aber auch, wir finden es dann nachher raus. Wir werden aber das Video auf jeden Fall nachher noch aufladen.
Dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert und wir konnten euch ein bisschen unterhalten, wenn man von Unterhaltung reden kann. Und ich werde morgen noch ein bisschen im nächsten Podcast dann noch detailliert darauf eingehen. Über Tolly-Chan, ein echter Held, ein Freiheitskämpfer, der Wilhelm Tell hätte Freude gehabt. Ihm. Wir hören uns. Danke vielmals. Wollen wir uns Handschlag geben? Ja, selbstverständlich. Wir haben kein Problem mit dem. Nein, kein Problem mit dem. Okay. Also, einen schönen Abend. Bis bald miteinander. Ciao zusammen.